Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir mal in die Zukunft von Kryptos. Viel Spaß beim Schauen. Auf Wunsch von vielen schauen wir heute ein bisschen in die Zukunft. Was wird uns die Kryptowelt bringen? Wie wird das Ganze aussehen? Und wie ist meine Meinung dazu? Das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anmeldeberatung und auch sonst nichts. Du handelst natürlich hier immer auf dein eigenes Risiko. Nichtsdestotrotz möchte ich dir einfach heute mal so ein paar Tipps, paar Hinweise und paar Informationen mitgeben, die du für dich vielleicht irgendwie verwenden kannst. Wenn wir hier einmal auf den Chart schauen, dann siehst du jetzt aktuell eher positive Zahlen. Das Ganze ist natürlich am Vorabend aufgenommen. Da kann es natürlich sein, wenn du das Video heute siehst, dass das Ganze ein wenig anders aussieht. Dazu gibt es natürlich im Verlauf auch noch ein paar Informationen. Wir werfen aber zuvor noch einen kleinen Blick einmal auf unseren Fear and Greed Index und hier sehen wir aktuell eine 25 und kratzen hier immer noch an der extremen Angst. Auch dazu natürlich gleich mehr. Bevor ich dir jetzt ein kleines Beispiel nennen möchte, lasse ich dich einfach mal hier einen Blick auf die schönen Bubbles werfen, damit das Ganze nicht so langweilig für dich ist. Und zwar folgendes. Jetzt stell dir vor, du gehst zu deiner Versicherung hin und sagst, du hättest gern eine Versicherung. Du gehst hin, wirst beraten, egal ob es deine Haftpflichtversicherung ist oder deine Autoversicherung, vielleicht eine Brandversicherung, eine Unfallversicherung, das spielt keine Rolle. Du gehst hin und du zahlst jeden Monat oder wenn du jährlich zahlst oder quartalsweise, das ist wie auch immer dir überlassen. Auf jeden Fall nehmen wir einfach mal an, du zahlst Monat für deine Unfallversicherung 30 Euro. Und wenn du das Ganze jetzt einfach mal so hinnimmst, dann sagst du, okay, die 30 Euro tun mir pro Monat nicht weh, aber am Ende des Tages, falls mir mal was passiert, habe ich hier eine Versicherung. Und das Ganze kann man jetzt natürlich auch auf Kryptowährungen umwandeln, aus dem einfachen Grund, du kannst hingehen und sagen, ich investiere jetzt jeden Monat 30 Euro in irgendeine Kryptowährung. Es kann sein, dass die Kryptowährung komplett in den Keller geht, es kann aber auch sein, dass du in 3 oder 4 oder 5 Jahren, vielleicht sogar auch früher, hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich habe 30 Euro pro Monat investiert und jetzt bekomme ich das Zweifache, Dreifache, vielleicht bis dahin sogar das Zehnfache, je nachdem natürlich, wo du investierst, in welcher Phase wir uns befinden und dementsprechend ist es, finde ich, eine Überlegung wert, einfach hier mit kleinen Beträgen zu sparen. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt Anfänger bist, Profi bist, Fortgeschrittener bist, aber viele verstehen immer noch nicht, dass Kleinvieh auch Mist macht. Die gehen hin und sagen, ja, warum soll ich 30 Euro investieren? Das bringt mir doch nichts. Deswegen überleg dir das Ganze, denn bei der Versicherung ist es genauso. Im besten Fall bezahlst du dein ganzes Leben deine 5 Versicherungen und wirst keine davon brauchen. Abgesehen natürlich von der Krankenversicherung, bei der wirst du normalerweise früher oder später mal eine Krankmeldung oder ein Wehwehchen haben und dann wird sich diese schon ausgezahlt haben. Aber die allen anderen, das sind einfach so Zufallsdinge. Vielleicht wirst du nie einen Autounfall haben, vielleicht wirst du auch nie irgendwas anderes haben, was ich dir natürlich wünsche und dann hast du sozusagen dein ganzes Leben lang für die Katze gezahlt. Deswegen das einfach mal so in den Hinterkopf für dich, denn wie du siehst, das Ganze kann sich lohnen, es kann aber genauso gut in den Keller gehen. Nichtsdestotrotz, ein Blick einfach mal hier auf die Kryptowährungen und aktuell, hast du ja mitbekommen, sind wir wirklich in einer sehr blöden Phase. Sehr viele Menschen haben Existenzängste. Entweder, weil sie kaum was verdienen und somit auch kaum um die Runden kommen oder weil zum Beispiel ein Betrieb Probleme hat, weil die Gaskosten so teuer sind oder auch die Einkaufskosten viel teurer sind und sie am Ende des Tages auch die Preise an die Kunden weitergeben müssen und die Kunden dann weniger einkaufen. Du siehst es beim Bäcker, wo du früher irgendeine kleine Süßigkeit für 1 Euro bekommen hast, bist du inzwischen bei 2, 3 Euro. Und das merkst du überall, egal was du brauchst oder auch nicht brauchst, es wird alles teurer. Wir haben ja eine Inflation allein in Deutschland von über 10%. Es soll nächstes Jahr auch so weitergehen und natürlich haben wir jetzt den Winter, wo natürlich auch ein bisschen geheizt wird. Du siehst also, wir sind in so einem Kreislauf drin, alles wird teurer. Es ist der Winter, wir brauchen das, wir können nicht sagen, nö, wir werden jetzt hier bei minus 10 Grad keine Heizung nutzen. Klar kannst du, dann brauchst du 20 Decken, aber gesund für die Wohnung, das Haus und auch dich ist das Ganze natürlich nicht. Davon abgesehen haben wir natürlich weiterhin die ganzen Konflikte, allen voran natürlich hier Ukraine und Russland und hier ist natürlich die Frage, wie weit werden die Drohungen gehen, wie weit wird das Ganze gehen, wie weit wird sich die NATO einmischen, wird es auch hier noch weiter Probleme geben, wird es hier vielleicht irgendwie das Ganze ausweiten, da müssen wir einfach mal schauen und jetzt neuerdings noch die Informationen von den Banken, dabei ist natürlich die Deutsche Bank und die Credit Suisse, wo ein
einfach angekündigt haben, dass es da wirklich am Geld mangelt. Und wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, ist es bei den Banken so, wenn eine Bank Insolvenz anmeldet oder pleite geht, dann gibt es diesen einen Topf, wo alle anderen Banken die eine Bank unterstützen und versuchen aufzupäppeln. In Deutschland ist aber der Topf so klein, dass wenn eine große Bank pleite geht, der Topf fast komplett aufgebraucht ist. Das heißt, wenn es schlecht geht und zum Beispiel wirklich die Deutsche Bank hier irgendwann pleite gehen sollte, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch weitere Banken hier sich anschließen. Und wenn wir hier auch das einmal ins Rollen bekommen, dann wird natürlich auch hier die Wirtschaft weiter runtergehen. Wir sehen das auch am Konsum. Wir haben dieses Jahr über 30% Konsumrückgang. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist der Urlaub. Das ist einfach so dem Deutschen sein Ding. Er liebt den Urlaub. Einmal im Jahr hat er sich den verdient. Und jetzt nach den 2 Jahren Corona und Masken ist das Ganze natürlich auch verständlich, dass man sagt, jetzt nutze ich das Ganze mal aus. Um jetzt natürlich auch nochmal hier zwischen den ganzen Themen eine Kurve zu kriegen, ist es einfach so, dass du meiner Meinung nach aktuell hier wirklich nichts falsch machen kannst. Du kannst hingehen und einfach die paar Euro, die du vielleicht irgendwo übrig hast, einfach rein investieren. Das können Hochrisiko-Investments sein, weil das irgendwelche Shitcoins sind oder Meme-Coins sind, weil du einfach da ein gutes Bauchgefühl hast. Es können aber auch so Werte wie Bitcoin oder Ethereum sein. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich, wenn sie jetzt den Bärenmarkt überleben und zum Bullenmarkt kommen, dass die natürlich dann deutlich mehr wert sind. Je nachdem, wie geduldig du bist, wie lange du auch wartest, kann es sein, dass du hier zum Beispiel das 10-fache siehst. Wenn wir jetzt einfach mal hier den Bitcoin hernehmen, der steht aktuell jetzt hier bei 20.000 und du weißt selber, wenn wir jetzt einfach mal hier zurückschauen, dann waren wir auch schon hier bei knapp 67.000 Dollar und das wäre jetzt also das 3-fache von dem, was wir jetzt haben. Und wenn du jetzt also hier ein paar Euro in Bitcoin investierst, lass es 1.000 Euro auf ein Jahr gesehen sein, dann kann es sein, dass du nächstes oder vielleicht in 2 Jahren aus deinen 1.000 Dollar 3.000 Dollar gemacht hast. Es ist vielleicht nicht viel, aber wenn du jetzt jeden Monat da deine paar Euro investierst, tut es dir vielleicht nicht so sehr weh, kann dich aber in 2-3 Jahren einfach entlasten. Wie zu Beginn erwähnt, ist es keine Anlageberatung und es kann natürlich auch sein, dass das Ganze in die Hose geht. Das Risiko hast du immer. Wenn du aber zum Beispiel hingehst und sagst, ich glaube trotz allen schlechten News an Crypto.com. Das Ganze ist berechtigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die im Bullrun auf jeden Fall hier wieder nach vorne gehen. Und wenn sie das tun, dann wirst du auch hier wieder die guten Preise sehen. Und da waren wir, wie du jetzt hier auch siehst, schon bei 90 Cent. Und bei 90 Cent ist also jetzt das 9-fache von jetzt. Sprich, du hast zum Beispiel die Crypto.com-Karte dir gemacht und du gehst ganz normal einkaufen. Du kannst hingehen und sagen, gut, die 20 Cent, die ich da pro Einkauf bekomme, das lohnt sich doch gar nicht. Ja, es sind jetzt 20 Cent oder 10 Cent oder mal 1 Euro. Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast jetzt bei deinem Einkauf 1 Euro bekommen. In einem Jahr können das schon 9 Euro sein. Und da ist es natürlich jetzt das Thema, ja, steuerrechtlich und bla und blu. Klar, hier gibt es sehr viel zu beachten und auch sehr viele Probleme. Deswegen, ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen. Schau unten in der Videobeschreibung zu Cointracking vorbei. Mit meinem Link kannst du das Ganze erstmal kostenlos ausprobieren. In der ersten Woche kannst du auch alle Zahlungen unlimitiert dort eintragen, um zu sehen, welches Paket du brauchst. Und dann mit dem Link bekommst du 10% Rabatt und brauchst dir hierfür überhaupt keine Sorgen machen. Cointracking prüft all deine Transaktionen und listet die so auf, dass du es einfacher für die Steuererklärung hast und auch das Karten-Cashback. Das gleiche auch für Nexo, für Binance und für viele andere Börsen. Deswegen schau da wirklich gerne mal vorbei. Nicht, weil ich hier irgendwas dran verdienen möchte, sondern ich nutze das Ganze wirklich auch selber. Das Ganze funktioniert sehr simpel, sehr einfach. Man braucht sich keinen Kopf zerbrechen und selbst wenn du sagst, ich muss 50% Steuern abgeben, dann hast du eben nicht 10 Euro bekommen, sondern nur 5 Euro. Aber wie gesagt, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert und vom Kleinvieh wird es auch was. Du siehst auch bei mir aktuell, ich nutze ja CrowSwap. Dazu berichte ich ja eigentlich täglich in den YouTube Shorts. Schau da gerne mal vorbei. Das Ganze läuft aktuell auch sehr gut. Man kann jetzt hingehen und sagen, okay, der Coin verliert aber jetzt aktuell ein bisschen an Wert. Ja, wir sind im Bärenmarkt. Auch der Bitcoin hat wieder ein bisschen was verloren, ist unter die 19.000 heute gefallen. Jetzt ist er wieder über die 20.000. Es ist einfach so die Frage, wo geht die Reise hin? Und selbst wenn ich hier eines Tages hingehe und sage, gut, ich tausche jetzt das, was ich hier verdient habe, in eine andere Währung, dann wächst diese im Normalfall auch im Bullenmarkt und dann bin ich wieder plus minus null und im besten Fall habe ich hier natürlich einen Vorteil. Ich spiele das Ganze einfach so ein bisschen hin und her, weil ich natürlich auch für euch hier einen Content bringen möchte.
möchte. Ich möchte dir was zeigen, damit du dir vielleicht was abschauen kannst und nicht du selber dein Geld hier irgendwie verschenken musst. Und dazu habe ich ja auch, wie gesagt, in meiner Telegram-VIP-Gruppe ein sehr cooles Projekt. Die da eingestiegen sind mit mir, die bekommen jetzt täglich hier immer ein paar Euros zurück. Und auch ich habe das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aufgestockt, weil ich jetzt fast mein ROI erreicht habe und einfach hier noch ein bisschen mehr bekommen möchte. Und selbst wenn das Ganze jetzt abschmieren würde, dann weiß ich, dass die Münze, die ich da eingetauscht habe bzw. bekommen habe, im Bullenmarkt locker das Zweifache oder sogar Dreifache wert ist. Und dann habe ich da definitiv gutes Geld verdient. Falls du, wie gesagt, auch daran Interesse hast, dann schau gerne in meiner Telegram-Gruppe vorbei. Aber hierzu brauchst du die Kanalmitgliedschaft. Da langt es auch einmalig, wenn du sagst, nö, ich möchte nur das Projekt, alles andere brauche ich nicht. Dann ist das Ganze natürlich auch konform. Ansonsten soll es das mit dem Video gewesen sein. Es sollte jetzt einfach mal so ein Blick über den Tellerrand sein, dass du auch jetzt in den schlechten Zeiten nicht verzweifelst und nicht hingehst und das Ganze hinschmeißt und sagst, es lohnt sich doch nicht, das fällt alles und so weiter. Nein, im Gegenteil, der Kluge, der jetzt einkauft, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren besser dastehen, als er das jetzt tut. Es ist klar, wenn der Bullrun da ist, dann will jeder auf einmal hin, weil natürlich das Ganze geht hoch, es wird gehypt, auf einmal gibt es auf Twitter wieder die ganzen News. Wir sehen jetzt 100.000, 200.000 und jeder denkt sich, boah, da muss ich mit, da werde ich reich. Nein, der jetzt hier investiert, der langfristig investiert und der hier regelmäßig investiert und somit einen sehr guten Einkaufspreis hat, der wird natürlich hiervon profitieren. Klar, du kannst auch hingehen und Glück haben und bei einem Shitcoin heute kaufen und morgen das 100-fache sehen, aber das ist normalerweise nicht die Regel und meistens ist es dann so, dass man 100 Euro investiert, dann vielleicht 1000 Euro bekommt und dann war es das Ganze auch schon wieder. Deswegen schau da gerne nochmal drüber, überleg dir deinen Part, weil wie gesagt, das Ganze ist keine Anlageberatung. Ich finde aber, man sollte über den Tellerrand blicken, man sollte auch beachten, dass es jederzeit hier noch ordentlich runtergehen kann, deswegen sollte man hier definitiv nicht all-in gehen. Auch bei Nexo siehst du, es gibt jetzt Gerüchte, dass es da vielleicht Probleme gibt, dass die vielleicht insolvent sind. Das soll keine Panikmache sein, das soll einfach für dich die Information sein. Geh nicht in einer Börse all in, splitte dein Risiko auf verschiedene Börsen, auf verschiedene Dexes, auf verschiedene Wallets und vor allem richte dir eine Cold Wallet ein, damit du hier wirklich deine Schlüssel hast und somit deine Kryptowährungen. In dem Sinne soll es jetzt auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, dieser kleine Zukunfts-Real Talk hat dir gefallen. Falls ja und falls du dazu mehr sehen möchtest, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Unterstütz mich auch gerne in Form von einem Like oder einem Abo und dann sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back.